Das ist mein Lieblingsauto. Es ist gelb. Oh nein. Alles okay? Mein Bauch. Schon gut. Ich muss mal. Oh, das ist nicht gut. Wir sollten uns beeilen. Geschafft. Mach's dir gemütlich. Nein, ich kann nicht. Oh, okay. Wie ist es jetzt? Nein, immer noch nicht. Ich hab's. Das könnte helfen. Ich weiß nicht, wie man die Toilette benutzt. Schon kapiert. Bin gleich wieder da. Schnell. Vielleicht hilft das ja. Das ist genau, was ich brauche. Das wird Jake helfen. Wie benutzt man dieses Ding? So nicht. Warte kurz. Ich gebe mein Bestes. Du siehst albern aus. Du bist echt gemein. Keine Sorge. Mein Freund hilft dir. Wow. Aber wie? Ich gebe ihm zuerst was zu essen. Er hat großen Hunger. Wow. Alles aufgegessen. Dann setzt er sich auf die Toilette. Oh, ach so macht man das also. Erst isst man Essen und dann geht man aufs Töpfchen. Das ist echt eklig, aber hilfreich. Ich weiß, wie man das Klo benutzt. Dann mal los. Wow, ich gehe nochmal lieber. Danke, bye bye. Es funktioniert. Brumm. Oh nein, ein Unfall. Piep, piep, piep. Oh, wie süß. Hey, aus dem Weg. Gib das her. Jetzt frühstücken wir hier. Okay, dann nehme ich das. Du musst essen, Liebling. Nein, ich will spielen. Brumm. Nein, habe ich gesagt. Iss alles auf und die hier nehme ich mit. Oh, geht. Oh, das ist auch ein Lenkrad. Brumm, ich bin ein Rennfahrer. Ich bin der beste Fahrer. Schmeckt's dir, Liebling? Oh nein! Ein leckeres Frühstück. Das ist nicht gut. Oh, ich hab's. Danke. Die Lösung meiner Probleme. Daran hätte ich früher denken können. So verschüttet er nichts mehr. Woo! Wow, was ist das? Ich will das haben. Warte kurz, Liebling. Ich fülle es mit Jakes Frühstück. Juhu! Hier, für dich. Oh, echt toll. Danke, Mama. Gern geschehen. Keine Sauerei mehr. Das ist cool. Brumm. Auch der beste Fahrer wird mal hungrig. Ich muss mich beeilen. Brumm. So viel Zahnpasta auf einmal. Das ist so viel. Hi, Jake. Braver Junge. Zähneputzen ist wichtig. Wow! Autsch! Von wo kommt das alles? Jake, was machst du da? Die ist auch leer. Jake, hast du all die Zahnpasta aufgebraucht? Oh, hi Mom. Ja, ich putze meine Zähne. So macht man das aber nicht. Was für eine Sauerei. Liebling, leck die Zahnpasta weg. Wieso? Lass uns etwas anderes ausprobieren. Sieh mal, was ich hier habe. Was ist das? Die Zahnpasta steckst du hier rein. Und befestigst es an der Wand. Etwa so. Oh, wow. Sieh gut her. Gib die Zahnbürste hinein und warte, bis die richtige Zahnpastamenge rauskommt. Dann putzt du dir damit die Zähne. Das ist toll. Darf ich auch mal? Es funktioniert, Mami. Ich hab's geschafft. Braver Junge. Schön weiter putzen. Okay, mein Schatz. Bereit, schwimmen zu gehen? Hier, deine Badekappe. Nein, keine Bademütze. Zwing mich doch. Ach, Kinder heutzutage. Mama, schau mal. Ich hab da eine Idee. Ich fülle die Badekappe mit Wasser auf. Ich bin der erste Wasserdrache der Welt. Ich kann Wasser spucken. Nein. Hier kommt deine Badekappe, Liebling. Aha, voll auf die 12. Jetzt bin ich ganz nass. Ich hab Durst. Ich will etwas Wasser trinken.
Ich muss nur an den Wasserhahn kommen. Oh Mann, ich komme nicht ran. Zu weit weg. Mama, ich will ein Glas Wasser trinken. Oh, mein Kind ruft mich. Ich sehe lieber mal nach. Was ist denn? Mama, ich bin durstig. Keine Sorge, ich helfe dir. Hier ist das Glas Wasser für meinen liebsten Sohnemann. Wie sagt man? Danke. Dieses Buch ist nicht so spannend. Mama! Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich sehe Wasser mal nach. Mama, Wasser bitte. Schon gut, eine Sekunde. Und hier ist ein Glas Wasser. Juhu, Wasser, Wasser, Wasser. Mama! Ist das laut? So werde ich niemals fertig. Was gibt's, Liebling? Ich will mehr Wasser. Okay, einen Moment. Bin gleich wieder da. Schau mal, was ich hier für dich hab. Wow! Hier ein kleiner Wasserspender für dich. Fast so groß wie du und leicht zu erreichen. Oh, ein Pinguin. Ich zeig dir, wie er funktioniert. Halt dein Glas hier hin und drück dann auf diesen Knopf. Wow, so viele Blasen. Hier ist dein Wasser. Ich hole mir noch mehr Wasser. Mach das. Wasser ist gut für dich. Juhu, ich bin ein Cowboy. Ich reite auf einem Stier. Rodeo, ja! Yeah. Ich muss mal. Diese Wandfarbe gefällt mir. Ich muss mal. Mütter sind im Badezimmer verboten. Oh je, was hat er nur? Ich brauche Klopapier. Oh nein, ein Klopapiermonster. Es hält mich fest. Oh weh, das Klopapiermonster hat mich gekriegt, Mama. Was? Warum bist du in Klopapier eingewickelt? Das Monster hat mich gekriegt. Ich bin hinüber. Weg damit. Okay, okay. Einen Moment bitte. Sieht so aus, als bräuchten wir Unterricht für den Umgang mit Toilettenpapier. Komm zu mir. Zu viel Klopapier. Oh, Luftballons. Setz dich hin, dann zeige ich dir, wie man Klopapier richtig benutzt. Fang mir an. Du nimmst etwas Klopapier, aber nicht zu viel. Dann faltest du es. Falten? Okay, falten kann ich. So ist gut. Und jetzt machst du mir nach. Tada! Ganz ohne Klopapiermonster. Jetzt bist du dran. Die Luftballons abwischen? Okay, Achtung, hier kommt das Klopapier. Oh, die Luftballons sind ein Popo. Meine Güte, sie werden so schnell groß. Luftballon Popo, Luftballon Popo. Mama, kann ich etwas Süßes essen? Juhu, ich liebe Schokolade. Yum, yum, yum. Ich könnte Trauben essen, aber direkt daneben ist Schokolade. Nur ein kleines Stück. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nur noch einer. Der Bericht ist fast fertig. Hä? Die Schüssel ist leer. Oh nein, ist das zu fassen? Ich habe die ganze Schokolade aufgegessen. Nein. Oh je, das kann ich nicht zulassen. Er wird sehr traurig sein. Mama, bin wieder zu Hause. Ich muss mir schnell etwas einfallen lassen. Vielleicht kann ich ihn mit den Trauben austricksen? Was wäre, wenn ich sie einfach daran einwickle? Einfach mal ausprobieren. Ich wickle sie darin ein. Fehlt nur noch der letzte. Hi, Liebling. Ich hab dich vermisst. Mama, es ist Zeit für einen Snack, oder? Okay, danke. Und tschüss. Wird er etwas merken? Schmeckt irgendwie anders. So, jetzt bin ich mit meinem Dinosaurier. Das war knapp. Weg mit dir, Flamingo.
Jetzt mal ich mit dem Stift auf dem Luftballon. Nur ein paar Striche. Fertig ist der Smiley. Wie süß, mein kleiner Künstler. Luftballongesicht ist mein Freund. Nein, jetzt muss ich ihn wieder aufpusten. Oh nein, Luftballongesicht. Der Ventilator hat Luftballongesicht kaputt gemacht. Oh nein, bitte nicht weinen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich will mein Luftballongesicht. Ich habe einen kaputten Luftballon und einen unbeschädigten. Den unbeschädigten Luftballon stecke ich in den anderen hinein. Und jetzt kommen noch ein paar Glitzersterne dazu. Als nächstes fülle ich etwas Wasser in den Luftballon. Aber nicht zu viel Wasser hineinfüllen. Zum Abschluss kommt eine Schleife drumherum. Perfekt! Der Luftballon ist zugebunden, damit er kein Wasser verliert. Schau mal, Liebling, hier hast du ein neues Spielzeug. Hm? Ein neues Spielzeug? Was ist das? Wow, wenn ich drücke, wird ein Luftballon draus. Hey, sogar mit Sternen innen drin. Voll cool. Krebsi wird dich kriegen. Hey Liebling, hast du Spaß? Hier ist ein Snack für dich. Juhu, Gummibärchen, danke. Dich esse ich als erstes. Lecker, meine Lieblingssorte. Wie süß. Also dann, viel Spaß beim Spielen. Achtung, König Krebsi kommt. König Krebsi ist doof. Jetzt ist Krebsi ein Weltraumpirat. Peng, peng, Laserkanone feuern. Oh nein, meine Gummibärchen. Och Mann, was mit ihm passiert? So klebrig. Wie geht? Mama. Oh weh, was ist los? Was passiert? Meine Gummibärchen sind jetzt klebriger Schleim. Oh je, die sind in der Sonne geschmolzen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Bin gleich wieder da. Ich brauche einen Teller, Wachspapier und eine Ausstechform. Der Stern hat eine gute Form. Jetzt kommen die Gummibärchen hinein. Als nächstes schmelze ich die Gummibärchen. So ist gut. Sie verlieren ihre Form und schmelzen zu einer Masse. Zu guter Letzt kommt noch ein Stiel hinzu. Ich mag nicht mehr spielen. Bin traurig. Ich will meine Gummibärchen. Hier, mein Liebling. Wow, ein Sternlutscher. Lecker. Schmeckt genauso wie meine Gummibärchen. Hier, Seepferdchen, probier mal. Meine Lieblingssorte. Oktopusse haben zu viele Arme. Nein, nicht umarmen. Nein, ich will nicht aufstehen. Ich will ausschlafen. Aber es hilft nichts. Die Welt retten? Echt jetzt? Kann das nicht etwas warten? Als Superheld bleibt mir wohl keine andere Wahl. Das Kostüm sitzt. Dann kann's losgehen. Wo werde ich gebraucht? Oh nein, das Badezimmer. Das nächste Mal sollte ich aufs Klo gehen, bevor ich das Kostüm trage. In Position bringen und... was für eine Erleichterung. Oh, oh, wow. Lalalala. Okay, ich tue einfach so, als hätte ich nichts gesehen. Upsi. Puh, das ist schon viel besser. Jetzt kann ich die Welt retten. Hey, gut siehst du aus, Kumpel. Okay, der Tag kann beginnen. Ich fühle mich gut und sehe gut aus. Oh yeah. Moment, was war das? Klopapier? Weg damit. Ich bin dann mal weg. Bereit für die Show? Hallo, Mickey. Hi, Püppi. Oh nein, ein Dinosaurier. Wow, das ist spannend. Hä? Mami, ich habe ein Stinky gemacht. Oh, den kann ich bis hierher riechen. Oh, der ist übel. Upsi. Wir müssen dich ans Töpfchen gewöhnen. Das machen nämlich alle großen Mädchen. Schau her. Au, es drückt. Dann kackst du ins Töpfchen. So einfach ist das. Versuch es mal. Jetzt? Okay, machen wir. Wow!
Schau mal, mein Hut. Das hätte ich mir denken können. Nein, du musst dich draufsetzen. Micky, hör auf damit. Das ist komisch. Der muss dahin. Die Kacke kommt da rein. Nicht essen. Du bist gemein. Nein, nicht weinen. Das ist doof. Ich will meine Windel. Warte mal, gib mir die. Wie wär's, wenn wir die Windel ins Töpfchen legen? Dann kannst du in die Windel machen. Oh, das hört sich gut an. Na dann los. Das klappt. Nicht gucken. Wow, ich hab's geschafft. Das ist mein Mädchen. Gut gemacht. Oh, das ist ja viel. Das werfen wir gleich in den Müll. Oh, schnell. Ich hab das gemacht, Mami. Ja, das hast du. Oh, Micky. Ich glaub, du musst jetzt. Kein Problem. Voll peinlich. Das werde ich nie wieder vergessen. Mir ist langweilig. Hast du das Essen gesehen? Hier, für euch Mädels. Seid schön brav. Und was jetzt? Sie weiß, dass wir hier sind, oder? Hey, ich will das. Gib her. Oh, schön. Mami. Na gut, dann nimm's doch. Das ist deine Schuld, Mami. Ellie war gemein. Nein, Micky war gemein. Wo sind eure Schnuller? Die muss ich abwaschen. Was würde ich nur ohne die machen? Da sind sie wieder, Mädels. Und einer für dich, Micky. Puh, hab ihn. Das wird immer wieder passieren. Außer... Ich habe eine Idee. Hä? Was machst du? Ich weiß, wie die Schnuller nicht mehr runterfallen. Ich bin einfach ein Luftballon dran. Wow, das ist schlau. Ich muss nur darauf achten, dass der Knoten festsetzt. Wow. Das ist besser. Wir machen eine fetzige Party. Nimm das. Wuhu. Ich liebe Luftballons. Alles Liebe zum Geburtstag, Mädels. Schau dir mal die Torte. So schön. Und da fliegen die Schnuller. Aber das ist okay. Die fliegen jetzt weg. Lasst uns Torte essen. Ich hoffe, sie schmeckt euch. Ich bin so glücklich. Oh, mein Schnuller. Der schmeckt lecker. Komm schon, ihr schafft das. Jetzt oder nie. Gebt mir einen Homerun. Aus dem Weg, Mama. Wow, yes. Entschuldigung, du musst lauter sprechen. Hier ist so ein Krach. Mama, ich guck das Spiel. Manchmal nervt sie. Was machst du? Ich bin doch beschäftigt. Du wirst babysitten. Und hier sind die Flaschen. Du machst Witze? Bin schon unterwegs. Mama, komm zurück. Vielen Dank, Mama. Was geht? Oh, du bist so süß. Und du bist auch süß. Ja, ich weiß. Was hast du denn? Das ist nicht lustig. Was soll ich tun? Lalalalala. Hört auf zu weinen, bitte. Im Ernst? Stopp. Oh nein. Puh, hab euch. Okay, das war nicht so gut. So schlimm ist es ja nicht. Wie wär's mit Milch? Oh, lecker. Gib her. Das ist schwerer, als ich dachte. Komm nach der dran. Hier drüben. Ich hab's versucht.
Ja, genau den brauche ich. Wartet kurz, daran hätte ich auch schon früher denken können. Komm her, das wird perfekt. Okay, ich habe meinen Hut und ich habe die Milch. Dann kann's losgehen. Schön. Trinkt schön. Das war ja einfach. Ich hoffe, die beiden schlafen gleich. Ich brauche eine Pause. Zeit fürs Schlummerland. Oh, schau sie dir an. Das hast du toll gemacht. Und du darfst das öfters machen. Oh, du bist so niedlich. Danke. Ach, sprich mit dem Baby. Kutschigu. Warte kurz, ich habe eine Nachricht bekommen. Oh was? Ein Ausverkauf? Vielen Dank, ich muss los. Das nimmst du. Aber, was ist los? Mami wird das Kreditkartenlimit ausschöpfen. Viel Spaß. Jetzt sind es nur noch du und ich. Cool. Oh, du hast meine Augen. Du bist lustig. Lalala. Klassik. Arr. Ah. Vielleicht habe ich es übertrieben. Oh, wie war's mit Milch? Die könnte helfen. Nein, ich will nicht. Na toll. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich brauche diese Schere. Ich schneide ein Loch in mein Shirt und stecke da die Flasche durch. Versuchen wir es mal. Das ist gute Milch. Was für ein Tag. Hä? Das ist so süß. Sch, du wächst sie noch auf. Hier, Eon gibt noch mehr Geld aus. Du bist der beste Ehemann. Dann lasse ich euch auch mal alleine. Oh, wie süß er doch ist. Wenn Kinder kein Brokkoli essen, wenn Kinder nicht schlafen gehen, wenn die Windel zu voll ist, brauchst du keinen Superhelden. Du brauchst Super Nanny. Kein Job ist zu hart, keine Aufgabe zu schwer. Allzeit bereit. Los geht's! Wow, ist das dunkel! Wo bin ich? Was war das Geräusch? Wer ist da? Ich will zu meiner Mami! Oh, das ist so traurig. Ich liebe Romcoms. Irgendetwas stimmt nicht. Jemand ist in Not. Oh, eine Münze. Hä? Was war das? Heute ist mein Glückstag. Wow! Wer bist du? Wer bist du? Kann ich einen Chip haben? Das geht so nicht. Na los, geh wieder nach Hause. Ich habe wohl mein Ziel verfehlt. Was zum... Cool! Erwischt. Was ist passiert? Oh. Wow, das ist toll. Eine 1 in Mathe. Mami wird stolz sein. Ich habe eine Belohnung verdient. Was glaubst du, was du da tust? Zeig mal den Test. Eine 1. Gut, oder? Mal sehen. Dein Test, Matthew. Oh nein, wirklich? Eine 6? Pff, na toll, die ändere ich. Eine 1 ist angebracht. Wow, ich bin so klug. Wer muss schon lernen? Du Lügner. Okay, du hast mich erwischt. Wie war's mit einer 1 für den Einfall? Lügen haben kurze Beine. Du solltest lernen. Das ist so öde. Deine Note, Matthew. Noch eine 6? Aber ich habe gelernt. Naja, die ändere ich. Nein, Matthew, das ist falsch. Alles macht sie mir kaputt.
Hui, ich liebe Skateboarden. Hier liegt so viel herum. Ups, sorry, Mr. Dino. So bist du wohl ausgestorben. Oh, ein Auto. Lecker. Yum, yum, yum. Nein. Das ist eigentlich sehr entspannt. Das Auto ist Fast Food. Das hole ich mir. Wow, sieh mal da. Wie das glänzt. Das muss ich haben. Gleich. Beinahe. Ich will das haben. Oh, das könnte funktionieren. So komme ich an das Auto ran. Gleich gehörst du mir. Ich komme nicht ran. Oh, ich muss größer sein. Endlich sind die Bücher hilfreich. Das sollte reichen. Nur noch ein bisschen. Gleich habe ich dich. Na, mach schon. Erwischt. Wow, echt cool. Wow. Das ist übel. So viele Spinnweben. Oh-oh. Puh, das war echt knapp. Gleich machen wir eine Spritztour. Brumm, brumm. Hä? Nein! Oh nein, ich muss mich beeilen. Das kann warten. Hab ich dich. Meine Rettung. Mein Auto. Igitt. Pfui, eklig. So ein Saustall. Wie ist das nur passiert? Ich mach das lieber weg. Mit meinen Superkräften. Die Unordnung wird nun beseitigt. Jetzt das Waschbecken. Alles glänzt wieder. Puh, das ist harte Arbeit. Jetzt ist das Geschirr dran. Und fertig. Zeit fürs Frühstück. Eine Schüssel Cornflakes. Hoch mit dir. Bin gleich wieder da. Wie sieht es denn in diesem Zimmer aus? Echt crazy. Naja, ran an die Arbeit. Das kommt in den Müll. Nun zur Kleidung. Ach, endlich etwas entspannen. Ich bin so sauer. Wieso passiert das immer mir? Ich will auch auf diese Party. Aber so kann ich nicht gehen. Das ist unfair. Was ist denn los, Matthew? Das ist eine Party. Schau. Ich muss etwas unternehmen. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Zeit für ein Makeover. Ein Makeover? Nicht bewegen. Das wird mein Meisterwerk. Die brauchst du nicht. Sieht echt gut aus. Tada! Das gefällt mir. Oh, du bist so süß und siehst so hübsch aus. Was geht? Hallo, Ladies. Oh, Matthew. Wow. Hey, lass uns tanzen. Coole Moves, Matthew. Ich muss fit und in Form sein. Und kräftig bleiben. Ich bin eine Maschine. Oh ja, so ist es gut. Was für ein Training. Hey, wow, du bist aber stark. Ich bin auch stark. Nicht so schnell. Zieh erst die an. Okay. Wie sehe ich aus? Perfekt. Juhu, los geht's. Zuerst ist der Hula Hoop dran. Zieh's dir rein. Hm? Okay, noch einmal. Schwing die Hüfte. Wow. Wie ist damit? Echt cool. Das ist zu einfach. Hallo, eine Herausforderung bitte. Voll krass. Wie ist es damit? Mal etwas anderes zur Abwechslung. Ich will etwas ausprobieren.
Das ist zu schwer. Kannst du mir helfen? Ja, ich stemme Gewichte. Das brennt in den Muskeln. Das sieht lustig aus. So schwer. Ich kann nicht mehr. Sei vorsichtig. Das wäre fast schief gegangen. Genug Training für heute. Du musst noch etwas mehr trainieren. Das braucht Zeit und Geduld. Wow. Lass uns spielen. Achtung. Guter Wurf. Und fang. Uff. Okay, versuch den hier zu fangen. War das dein stärkster Wurf? Okay, du willst es also härter haben. Das war aus Versehen, ehrlich. Achtung. Bleib ruhig stehen. Warte, warte, nein. Das war nicht cool. Ich will Tischtennis spielen. Okay, lass uns das interessanter gestalten. Schneller. Hier bin ich. Gewonnen. Werden als jetzt. Ich sollte noch etwas Sonnencreme auftragen. Ich will ja keinen Sonnenbrand. Oh, ich komm nicht ran. Oh, ich weiß. Hey, kannst du mir helfen? Sicher, schätze ich. Kannst du deine Rolle benutzen? Was? Auf keinen Fall. Nein, dann mache ich es selbst. Du bist verrückt, Lady. Versuchen wir es nochmal. Ich mache meine Sonnencreme auf den Roller. Und jetzt rolle ich die Creme auf meinem Rücken. Das fühlt sich sogar gut an. Wie eine Mini-Massage. Das war's auch schon. Wow, das ist eine wirklich gute Idee. Zeit, um an meiner Bräune zu arbeiten. Wow, das war eine holprige Landung. Komm zurück! Das ist also die Erde. Genau wie im Film. Das ist so cool. Ich sollte das untersuchen. Verschwinde! Wird Zeit zu gehen. Aber zuerst ein Tänzchen. Oh yeah. Hilfe! Das sind coole Moves. Oh, das ist hübsch. Ah, bleib weg von mir! Ich bin unschuldig. Ja, ja, das sagen sie alle. Hör auf, wegzurennen. Ich bin nicht in Form. Niemals. Im Ernst, mach wenigstens eine Pause. Ich bin nicht der Ausdauertyp. Fang mich, wenn du kannst. Du steckst in ernsten Schwierigkeiten. Erdlinge sind komisch. Wo ist er hin? Da drüben. Glaubst du, er ist ein Geist? Puh, was war das? Das gefällt mir nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Als ob er vom Erdboden verschwunden ist. Komm weiter. Bin ich froh, dass sie nicht nach oben geschaut haben. Aha, ein Hinweis. Genau wie ich dachte. Das ist von einem Baum. Da lang. Au, mein Bein. Das tut so weh. Keine Sorge, Erdling. Nimm das. Okay. Wickle es um dein Bein. Das hilft auch schon. Danke. Oh, jetzt haben wir dich. Wow, ist das ein Alien? Hey. Und was jetzt? Jetzt tanzen wir. Oh, ich fühle den Rhythmus.
ziemlich eingängig, oder? Was geht hier vor sich? Wehre dich nicht dagegen. Ich fühle mich so lebendig. Oh yeah. Das gefällt mir. Halte mich. Warte, schau. Lauf. Hinter ihm her. Los, los, los. Es ist schön, draußen zu sein. Ich weiß, es ist perfekt. Wir sollten das öfter machen. Ich fühle mich eins mit der Natur. Sag mal, hörst du das auch? Was ist das? Frisches Fleisch. Alex, ich hab Angst. Schnell, ins Zelt. Genau, was wir wollen. Ich hasse die Natur. Schau dir das an. Das ist schick. Wer sind die? Wo sind sie hin? Oh mein Gott, ich kann nicht hinsehen. Was ist das? Das riecht nicht gut. Aber das schmeckt gut. Oh, essen die meine Schuhe? Da ist irgendwas drin. Ah! Was machen die denn da? Du musst was unternehmen. Was, wenn sie hier reinkommen? Oh, lecker. Oh. Gib mir das. Nein, hau ab. Lass los. Ah! Das war's. Oh, Hitch. Lass los. Mein. Oh, Saft. Das fühlt sich gut an. Wow, schau mal. Vergiss es, was ist das? Ich bin schön. Ich will das. Das gehört mir. Was ist das? Ich hab's jetzt. Leere eine Zahnpastatube und schneide den unteren Teil ab. Als nächstes brauchen wir einen Luftballon. Schneide den Hals vom Ballon ab. Nun stülpe den Ballon über die Zahnpastatube. Genau so. Entferne die Kappe von der Tube. Als nächstes ziehst du deine Waschlösung mit einer Spritze auf. Damit wird es später einfacher. Benutze die Spritze, um die Waschlösung in den Ballon zu spritzen. Schraub dann die Kappe drauf. Schau mal, was ich habe. Wow, die sind toll. Heute ist ein toller Tag. Lass uns von hier verschwinden. Ich glaube, sie sind weg. Schau dir unsere Sachen an. Lass uns nach Hause fahren. Gute Idee. Das ist wunderbar. Heute ist der perfekte Tag. Hä? Was macht sie denn da? Komm schon, das ist toll. Nö. Na gut, dann bleib da. Können wir schwimmen gehen? Kommt schon, das wird lustig. Denk nur an all die Fische, die wir sehen. Nein, niemals. Oh. Ich habe eine Idee. Lass uns an die Arbeit gehen. Das sieht nach einer guten Stelle aus. Legen wir los. Das ist hart. Aber es muss getan werden. Das läuft doch gut. Ich glaube, das reicht schon. Okay, leg die Plastikfolie rein. Hör auf, rumzualbern. Ich drück sie runter. So ist's gut. Breite sie aus. Ich denke, wir sind fertig. Wow, fantastisch. Komm, füllen wir ihn auf. Schau dir das ganze Wasser an. Wir haben es geschafft. Unser eigener Pool. Wuhu, mach es dir bequem. Hey, pass auf. Nein. Hör auf. Was machen die da? Kinder, was? Was für ein Tag. Puh, heute ist es so heiß. Ich muss mich abkühlen. Ich muss die Klimaanlage anschalten. Warum funktionierten die nicht? Ach, das ist so frustrierend. Ich schwitze so viel. Das ist ja ekelhaft. Ich muss einen Anruf tätigen. Hallo? Ich brauche Ihre Hilfe. Hey, Lady. Ah, hi. Reparieren Sie bitte meine Klimaanlage.
Na klar, ich hab das im Griff. Warte mal. Ach ja, ich muss noch Werkzeug kaufen. Das hatte ich ja ganz vergessen. Ist das ein Problem? Nein, ich bin gleich wieder da. Hey! Aha, das ist, was ich brauche. Dieses Glas ist perfekt. Ich heb mir die Bonbons für später auf. Und ich brauche diesen Lappen. Ich mache ihn unterm Wasserhahn nass. Der muss ganz durchgeweicht sein. Das sollte reichen. Und jetzt falte ich ihn. Dann rolle ich ihn ein. Und jetzt stecke ich ihn ins Glas. Ich mache davon noch ein paar mehr. Was? Ich will mich abkühlen. Das ist Zeitverschwendung. Lady, ich bin ein Profi. Ich habe das Gefühl, ich werde ohnmächtig. Das kommt ins Gefrierfach. Und jetzt warten wir. Die Zeit ist um. Ich nehme sie jetzt raus. Zeit, sich abzukühlen. Hey, Lady. Okay, das ist merkwürdig. Oh, sie sind noch da. Versuch's damit. Das ist doch dumm. Leg einen auf deinen Kopf. Oh, das fühlt sich so gut an. Das ist kühl und erfrischend. Das kostet aber was. Ich darf doch. Das wird reichen. Ja, ja, wie auch immer. Ich mag nur meinen Job. Man sieht sich. Das ist so entspannend. Nur ich und meine Gedanken. Hä? Wow, eine Meerjungfrau. Hi. Hi. Oh, du bist meine Traumfrau. Du bist so süß. Okay. Was? Was stimmt nicht? Ich hab da was. Hat dein Schwarm Probleme mit Mundhygiene? Keine Sorge, du brauchst nur Lippenstift. Entferne den Lippenstift aus dem Behälter. Nimm als nächstes eine Zahnbürste und schneide den Griff ab. Mach dann Kleber in die Lippenstiftbehälter. Dann steck die Zahnbürste da rein. Das sollte die Sache in Ordnung bringen. Hey, versuch das mal. Du bekommst menschfrischen Atem. Und dann können wir uns küssen. Hey, wo ist sie hin? Oh, ich hab's vermasselt. Das ist fantastisch. Keine Videos vor dem Schlafen. Das ist unfair. Haha, hier findet mich Mama nie. Jeden Abend dasselbe mit dir. Och, Mama. Her damit. Ich dachte, das klappt. Was macht ihr denn jetzt? Es reicht. Ich hab genug davon, Alex. Können wir nicht darüber reden? Nein, ich will sie alle. Und den Rest auch. Mama! Hier! Alle bitte. Wirklich? Okay. Ich brauche meine eigene Bude. Mama verdirbt mir immer den Spaß. Hä? Was machst du da? Den nicht vergessen. Wie viele hast du denn? Ich mag Technik. Und jetzt ab ins Bett. Das denkt sie. Ich bin ihr immer einen Schritt voraus. Oh, ich habe eine Idee. Ich stecke es hier an die Lehne. Oh, oh, Mama kommt zurück. Einfach normal verhalten, sie wird nichts vermuten. Was ist hier los? Oh, schau dir das an. Entschuldige die Störung. Hehe, ich liebe diesen Kanal. Da kommen immer coole Sachen. Ah, ich muss aufs Klo. Ich halte es noch zurück. Ah, das ist besser. Hui, das ist lästig. Ich mag, wie es spritzt. Ups, das ging daneben. Wow, die Decke getroffen. Piu, piu, hehehe. Jetzt freihändig. Ich hätte nicht die zweite Limo trinken sollen. Ich helfe Mama und gieße die Pflanze. Trink, kleiner Freund. Oh, voll erwischt. Das ist toll. Und fertig. Ich spüle lieber. Und Hände waschen nicht vergessen. Ach, egal. Alex, was hast du vor? Wasch deine Hände. Alles sauber. Guter Junge. Oh nein. Was ist denn hier passiert? Bitte sag mir, dass das Wasser ist. Alex, warst du das?
Ja, ich musste aufs Klo. Dafür kann ich mir nur selbst die Schuld geben. Vielleicht kriege ich das wieder hin. Gut, lass uns erstmal shoppen. Genau, was ich wollte. Wow, was für ein guter Service. Wow, was ist das? Deine ganz persönliche Toilette. Oh ja, cool. Dann mal los. Oh, ich gebe dir eine Minute. Wow. Bin fertig, Mami. Guter Junge, das hast du toll gemacht. Du. Oh, hallo. Ich fühle mich so lebendig. Fast fertig für die Party. Her damit. Kannst du aufhören, mich zu nerven? Kann ich auch zur Party kommen? Niemals. Oh, du bist so doof. Oh, die sind hübsch. Nein, hör jetzt auf. Aber ich will sie. Oh, ich habe eine Idee. Schau mal. Was denn nun? Das könnte irgendwann nützlich sein. Oh, das ist gut. Noch ein paar Fotos. Was ist hier los? Oh nein, ich muss eingeschlafen sein. Egal. Hä? Ich hab gedacht, damit kriege ich dich dran. Okay, was habe ich dann sonst noch? Moment. Aha. Oh, wann hast du das denn gemacht? Ich bin angehende Fotografin. Ich sehe meine Chancen. Warte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, schon viel besser. Was für eine Erleichterung. Oh, das ist perfekt. Woher kommen diese Geräusche? Ellie? Hör auf. Sofort. Ich mein's ernst. Was los? Du bist so schräg. Okay, gut. Nimm die Schuhe. Yeah. Ich wusste, dass das funktioniert. Lauf nicht so schnell. Bleib genau da stehen und blamiere mich nicht. Hi, kann ich einen Trink haben? Klar. Wuhu, was ist hier los? Halte mich, Mickey. Was hast du getan? Niemals. Oh, das poste ich sofort. War ein Versehen, sorry. Lass uns gehen, sofort. Ich frage mich, was Mickey wohl macht. Meine Haare sehen toll aus. Oh, ich werde sie überraschen. Hä? Her mit dem Schatz. Ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Ich mach schnell ein Selfie. Oh, ich auch. Hau ab, warum musst du immer so nerven? Oh, es ist fast soweit. Lass uns Verstecken spielen. 1, 2, 3. Ich versteck mich besser. Au, das darf ich nicht vergessen. Vielleicht kann ich mich hier verstecken. Nee, im Schrank wird sie mich nie finden. Ah, da ist was drin. Lass uns Freunde sein. Oh, Mickys Unterwäscheschublade stinkt. Oh, ich hab's. Unter ihrem Bett. Psst, nicht verraten. Ist sie weg? Ja. Was ist hier los? Wuhu! Hey, ich versuche zu schlafen. Erdbeben! Moment mal. Lasst uns feiern. Oh oh. Ist das ein Playdate? Yeah, ich liebe Playdates. Was ist denn hier los? Tut mir echt leid. Angriff! Ha, verpasst. Nimm das. Was war das? Ich krieg dich. Du bist nicht Jake? Gott sei Dank. Vorsichtig, meine Damen. Ich bin's. Oh mein Gott, Justin. Hey. Wir sehen uns. Ich hoffe doch. Du kannst nicht entkommen. Au. Wow. Wie peinlich. Mein Kopf, das gibt eine Beule. Ich wünschte, er würde mich beachten. Lass los. Hey, schau mal Mickey an. Sie ist ja ganz alleine. Was?
Komm schon, Jake. Was ist denn hier los? Das hätten wir schon lange machen müssen. Was machst du da? Gib mir einen Kuss, Gatte. Lutsch mich. Nichts lieber als das. Ellie, hör auf. Weißt du, war gar nicht so schlimm. Ich werde gleich Mami davon erzählen. Wow, du hast mich echt glücklich gemacht. Er hat deine Augen. Okay, wenn Ellie das kann, kann ich das auch. Was kann schon passieren? Eine Blamage? Los geht's. Hey! Sprichst du mit mir? Na, nichts da. Aber was mache ich nur falsch? Wow! Wir werden für immer zusammen sein. Mir ist langweilig. Hm, ich habe eine Idee. Hier, Mickey, nimm das. Nein, ich habe zu tun. Du bist öde. Was zum... Ach, egal. Hey! Pass doch auf! Warte, das ist nicht genug. Das ist besser. Wow! Nicht mein Make-up. Ich hab dich gewarnt. Jetzt kriegst du richtig Ärger. Niemand vergeht sich an meinem Make-up. Bang. Perfekt gezielt. Perfekter Zeitpunkt abzuhauen. Oh nein, das tust du nicht. Hab dich. Aha. Warte, lass uns reden. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Ich bin so sauer. Sie wird mich nie bekommen. Nein. Ich hätte das schon vor langer Zeit tun sollen. Meine Revanche. Das kitzelt, hör auf. Ich sag's Mama. Ich gebe auf. Schluss jetzt. Okay. Komm her. Ah. Ich lieb Staubsaugen. Das ist so entspannt. Papi? Hey, Prinzessin. Was ist los? Brauchst du Hilfe mit deinen Haaren? Okay, das ist schwieriger, als ich dachte. Ups. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich weiß, wie der Staubsauger funktioniert. Ich leg den Haargummi in das Rohr. Und hier kommt ein perfekter Pferdeschwanz. Danke, Papi. Tschüss. Einmal mehr den Tag gerettet. Das ist blöd. Ich wünschte, ich hätte neues Spielzeug. Mir ist so langweilig. Papi ist da, um das zu richten. Hey, Kleines, alles okay? Nö. Willst du Spaß haben? Mit Klebeband? Pass auf. Ich klebe das Tape auf den Boden. Und noch ein Streifen hierhin. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Wie findest du das? Das ist cool. Was ist das? Eine Rennstrecke. Und ich werde gewinnen. Ich habe das schnellere Auto. Fertig? Das wird einfach. Ich hab das. Und los geht's. Los, fahr schon. Nicht schummeln. Kopf an Kopf. Pass auf. Der Zug. Ich kann nicht hinsehen. Ich glaube, wir schaffen das. Wow. Hast du das gesehen? Wow, das war fantastisch. Machen wir es nochmal. Ich liebe dieses Spiel. Hier ist deine Tasche, Liebling. Gute Reise. Und das ist für dich. Scheint nichts Kompliziertes zu sein. Ich vermisse dich jetzt schon. Tschüss. Oh, ich wusste gar nicht, dass es so viel zu tun gibt im Haushalt. Aber das war's. Die Küche ist sauber. Was jetzt? Ginas Hausaufgaben. Kinderleicht. Also, das ist doch ein hübsches Bild. Ich sollte das beruflich machen. Wie findest du es, Gina? Wow, fantastisch. Hier, für dich. Und wieder was von der Liste erledigt. Danke, Papi. Keine Ursache, mein Schatz. Zeit fürs Bett. Aber ich bin noch nicht müde. So süß.
Mach die Äuglein zu. Das ist mein Mädchen. Ich kann nicht schlafen, Papi. Oh, ich weiß. Wie war es mit einer guten Nachtgeschichte? Ja, bitte. Okay, liegst du bequem? Ich fange an. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin namens Gina. Und sie liebte Avocado. Sie aß sie jeden Tag. Wow. Aber eines Tages jagt ein böses Monster die Avocado. Du machst mir Angst, Papi. Oh, Entschuldigung. Das ist nur eine Geschichte. Hab keine Angst. Wie war es mit einem Schlafliedchen? Oh, das klingt gut. Schlaf ein, mein kleines Mädchen. Ruh dich aus. Das gefällt mir. Und abrocken. Yeah! Fantastisch, Papi. Woo! Yeah! Hör dir mein Solo an. Das ist die beste Schlafenszeit aller Zeiten. Ich bin ein Rockstar. Rock'n'Roll. Woo! Yeah, Rock'n'Roll. Was? Nein, leg dich wieder hin. Aber Papi... Entschuldige, Papi hat sich hinreißen lassen. Du musst jetzt schlafen. Tja, das hat nicht geklappt. Deine Mama wüsste, was zu tun ist. Warte mal, ich hab's. Oh, meine kleine schlafende Maus. Mami ist hier. Ich bin genial. Yo, was für ein Spiel. Er schießt. Er trifft. Oh, das müffelt. Ich mache mich lieber erstmal frisch. Genau, was ich brauche. Schaumbad. Yippie. Heißes Wasser. Läuft. Jetzt noch der Badeschaum. Nur schnell den Geheimcode eingeben. Genau, was ich gesucht habe. Fruchtig. Ah. Leer. Was mit dem hier? Auch nix. Okay. Und dieses hier? Da muss doch was drin sein. Das klingt wie Blasen. Menno, ich wollte doch nur ein entspannendes Bad mit meiner Quietschente. Was mache ich denn jetzt? Diese blöden Flaschen. Ist doch nicht fair. Oh, mein armer, stinkender Sohn. Kein Badeschaum für die Wanne? Das? Nein, so ein Quatsch. Moment, ich habe eine Idee. Man nehme Badesalz. Füge etwas Farbe hinzu und rühre um. Pulver in das Poppet einfüllen. Festdrücken und jede Reihe füllen. Wenn es fest ist, kannst du es umdrehen und das Pulver entnehmen. Eine selbstgemachte Badebombe. Keine Sorge, Mama hat deinen Badespaß gerettet. Mami, du bist einfach die Beste. Viel Spaß beim Baden, Schätzchen. Das ist fantastisch und so bunt. Probier's aus. Wow, sieh mal, wie es sich auflöst. Das sieht toll aus. Kann's kaum erwarten, reinzuhüpfen. Arschbombe! Viel Vergnügen und vergiss nicht, dich hinter den Ohren zu waschen. Ich liebe Badeschaum. Und mein Poppet. Ruhe. Ich will noch nicht aufstehen. Nur noch ein paar Minuten. Komm schon. Na schön. Ich stehe auf. Bin immer noch müde. Oh, was ist das? Warum sind meine Haare so lang? Das sind nicht mal meine, Alter. Moment. Habe ich. Und die gehören sicher nicht zu mir. Letzte Nacht habe ich echt tief geschlafen. Ich sollte besser aufstehen. Morgen, kleines Einhorn.
Sind meine Haare in Ordnung? Moment mal. Das ist nicht mein Gesicht. Ich muss einen furchtbaren Albtraum haben. Wie kann sowas überhaupt passieren? Ah! Gib mir meinen Körper zurück. Oh je. Dude, wach auf. Vielleicht ist es doch eine gute Idee, ohnmächtig zu sein. Was ist all das kratzige Zeug an meinem Kinn? Das benutze ich dauernd für meine Beine. Jemand wird glatte Haut haben. Ob mein normaler Rasierer dafür wohl funktioniert? David werde ich sicher nicht benutzen. Dann nehmen wir Pink. Ich habe noch nie ein Gesicht rasiert. Ah, das tat echt weh. Blutet es schon? Gut, dass ich die niedlichen Pflaster habe. Igitt, diese Beine könnten mal wieder rasiert werden. Und ich bin genau die Richtige für den Job. Die werden so viel besser aussehen. Ich weiß nicht, wie David all diese Haare erträgt. Was machst du mit meinen Beinen? Leg den Rasierer weg, bitte. Oh, okay. Wie buchstabiert man Photosynthese? Mal sehen. Blöde Haare. Moment mal. Dafür sind lange Haare da. Meine Haare haben sich in die Seiten verwickelt. So kann ich nicht rocken. Das schmeckt komisch. Jetzt habe ich überall Chips in den Haaren. So eklig. Mann, ich muss die irgendwie aus dem Weg schaffen. Das könnte funktionieren. Das ist wie einen Schuh zuzubinden. So. Nun, das hat nicht lange gehalten. Es reicht. Die Haare müssen weg. Schnipp, schnapp. Wer würde überhaupt lange Haare wollen? Hat jemand einen Pony bestellt? Alles fühlt sich jetzt schon leichter an. Wer hätte gedacht, dass ich das kann? Siehst heiß aus, Kumpel. Oh Gott, du hast nicht im Ernst meine Haare geschnitten. Weißt du überhaupt, wie es ist, die wachsen zu lassen? Ich bin ruiniert. Jeder pinkelt, oder? Aber nicht immer auf die gleiche Art. Siehst aus, als zeigst du in die falsche Richtung, Dude. Nun, das ist eine neue Erfahrung. Aber ich will mich hinsetzen. Das Beste an Partys ist, sich mit all seinen Freunden zu treffen. Diese Maniküre ist der Hammer, Lilly. Ich sage, es ist an der Zeit, die Party noch besser zu machen. Los geht's. Wollt ihr tanzen? Ich zeige euch, wie man das richtig macht. Yep, David führt seine Signature Moves vor. Wow, schaut ihn euch an. Go David, go David. Seine Hüften haben ihren eigenen Kopf. Seine Hüften bewegen sich komplett von allein. Was macht er da überhaupt? Ich wusste nicht mal, dass mein Arsch das kann. Nichts ist besser als zwei Freunde, die miteinander abhängen. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Was ist jetzt? Jake will mit mir zu Abend essen. Weißt du, was dann passieren wird? Er wird mich küssen. Genauso. Du musst dich als mich ausgeben, bitte. Aber ich... na schön, ich gehe. Du bist der beste Freund ever. Oh je. Oh nein, auf keinen Fall. Kein Make-up. Womit arbeiten wir hier? Oh Mann, wie benutzt man das überhaupt?
habe noch nie Make-up getragen. Das kann nicht so schwer sein. Man trägt es einfach auf wie eine Creme, oder? Das ist nicht so übel. Ich mache jetzt besser die Augen. Ein bisschen Farbe tut sicher gut. Oh, Ellie trägt nicht genug davon. Ich versuche nicht, mein Date zu erschrecken. Er wird denken, ich bin eine Art Clown. Nun, so kannst du gehen. Das ist viel besser, oder? Halt noch eine Sekunde lang still. Du siehst toll aus. Aber was machen wir mit deinen Klamotten? Nein. Rot ist nicht deine beste Farbe. Und? Nein, das ist furchtbar. Das ist okay. Aber warum hältst du deinen Rock? Ist das besser? Nun, tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Wow, du siehst toll aus. Moment mal. Jetzt bin ich bereit zu essen. Ein Salat? Machst du Witze? Hey Lady, ich möchte ein Sandwich. Ein Sandwich? Ein Sandwich. Oh, ich will definitiv ein Sandwich. Ist das ein Zahnstocher? Ich bin so froh, dass wir das endlich machen. Deine Hände sehen so... Was machst du da? Ja, legen wir los. Ich bin so hungrig, ich könnte ein Pferd essen. Dieser scharfe Senf ist der Hammer. Das ist ziemlich gut. Ups, hast du auch Hunger? Ellie! Was hat der Typ für ein Problem? Was glotzt der so? Was bin ich? Ein Stück Frischfleisch? Oh, komm schon. Stirb, Roboter, stirb. Ich werde gewinnen. Ich kann es fühlen. Ich bin so nah dran. Entschuldigung, ich stopp nur etwas ab. Musst du das jetzt machen? Was? Ich habe den letzten Schuss verfehlt. 4 Stunden spielen für nichts. David? Alles okay? Es war nur ein Spiel. Nein. Wow, das ist der Wahnsinn. Wir sind so schnell. Tada! Das ist meine Superkraft. Pflanzen für alle. Pflanzen sind wunderbar und lieben dich. Hey, was geht? Willst du mal was Krasses sehen? Oh ja, Feuer. Oh, ich liebe den Wind. Er ist so wunderbar. Das war noch gar nichts. Wasser ist das Beste. Hier unten gibt's Wale. Das ist kein Witz. Das waren dann alle. Schön, dich kennenzulernen. Ich will nicht zum Nordpol gehen. Brennkohle ist die beste Kohle. Es ist zu kalt und es gibt keine Eiscreme. Hä? Was war das? Oh, die Sonne ist aufgegangen. Das bedeutet, dass ich nun auch aufstehe. Kommt her, es ist Zeit für die Photosynthese. Danke für eure Hilfe. Vergiss es, ich will weiter pennen. Oh ja, schon viel besser. Oh, guten Morgen, meine gefiederten Freunde. Ihr seid auch schon wach. Euer Gesang ist so wunderschön. Ich liebe ihn. Okay, dann stehe ich mal auf. Was der heutige Tag wohl bringt. What the heck? Ich will in Ruhe schlafen. Hier kriege ich einfach kein Auge mehr zu. Na gut, was soll's. Dann stehe ich eben auf. Lalalala. Toilettenpapier? Nein, danke. Ich habe etwas Besseres. Früh aufstehen ist für mich die reinste Zeitverschwendung. Endlich ist es draußen. Was? Kein Toilettenpapier? Die Rolle ist komplett leer. Null Problemo. Ja, ja.
mal sehen. Mundhygiene ist wichtig. Etwas Erde wird meine Zähne schön reinhalten. Lalala. Ich sollte mir besser das Gesicht waschen. Oh yeah, so habe ich mir das vorgestellt. Kochend heiß, genau wie ich es mag. Ha, kapiert? Ich hätte gern Orangensaft zum Frühstück. Diese Orange eignet sich perfekt. Oh, da kommt der ganze Orangensaft. Perfekt, ein ganzes Glas O-Saft. Sehr gut. Ich brauche erstmal einen Kaffee, um aufzuwachen. Die sehen scharf aus. Das perfekte Frühstück. Oh yeah, dieses Müsli ist rattenscharf. Ein scharfes und hitziges Frühstück für Sieger. Sowas von gut. Und jetzt spül ich den Kaffee hinterher. Voll heiß, genau wie er mir schmeckt. Ich schlag mich bei diesem Spiel ziemlich gut. Hey, ich muss mal ins Bad. Ich komme gleich raus. Oder sobald ich dieses Level geschafft habe. Okay, denk einfach an trockene Dinge, wie die Wüsten. Bist du bald fertig? Kannst du dich bitte beeilen? Das war's. Ich wusste, dass du nur an deinem Handy rumspielst. Was machst du denn hier? Guck weg. Verschwinde von hier. Geh raus. Mann, so unhöflich. Ich soll dir das heimzahlen. Hey, ich hab das. Ich werde sie dafür büßen lassen. Ich spann einfach ein bisschen Plastikfolie über die Toilettenschüssel. Die wird sich wünschen, dass sie nicht ihre Kräfte benutzt hat, um an mir reinzustürmen. Fertig. Jetzt bringe ich den Streich auf das ultimative Level. Dieser Schleim sieht so eklig aus. Der ist perfekt dafür. Hier wird sowas von ausflippen. Okay, jetzt muss ich nur noch warten, bis sich der Schleim ein bisschen gesetzt hat. Ja, der hat sich gut verteilt. Ich bin ein Genie. Sogar ich finde das eklig und ich bin diejenige, die den Streich macht. Okay, Zeit, diesen Streich in die Wege zu leiten. Mann, du hast da drinnen so lange gebraucht. Ich bin kurz vorm Platzen. Tja, ich kann es kaum erwarten, sie schreien zu hören. Oh mein Gott! Ist das eklig! Mir wird total schlecht. Wie ist denn sowas möglich? Ich muss hier raus. Du hast die Toilette total ruiniert. Hey, was schaust du denn da an? Der ist so traumhaft und süß. Nee, danke. Mal sehen, wo ist denn die Schüssel, die ich brauche? Mann, hast du mich erschreckt. Dein Verknalltsein ist außer Kontrolle. Er ist so traumhaft. Wir wären fabelhaft, wenn er mich nur sehen könnte. Knutschis, du bist so süß. Was zur Hölle, Mann, ich sitz hier. Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem wir uns küssen. Boah, die ist außer Kontrolle. Das bedeutet, es wird Zeit, ihr eine Lektion zu erteilen. Toilettenstreiche sind die besten und dieser wird genial. Alles, was ich brauche, ist dieser Lippenstift. Okay, ich zeichne ein paar Lippen auf meine Hand, etwa so. Und dann muss ich darauf achten, dass die Lippen vollständig ausgefüllt sind. Dann ist es Zeit zum Küssen. Ja, die Klobrille küssen. Das war's schon. Das sieht so echt aus. Das sollte reichen. Hey, du musst schnell herkommen. Ich möchte so gerne jeden Zentimeter seines Gesichts küssen. Hey, kannst du das hier erklären? Was? Was ist denn das? Wir hatten die Klobrille geküsst. Ja, nach diesem Foto zu urteilen, warst du es. Lächeln. Nein, 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 das war ich nicht. Schau doch, wie gut du auf diesem Foto aussiehst. Das hat ein Kotz-Emoji bekommen. Dafür wirst du bezahlen. Okay, wie sehe ich aus? Frisur sitzt. Das Kleid ist gebügelt. Das sollte passen. Fehlt nur noch die Tasche. Ich sag Bescheid, dass ich gleich da bin. Das wird der absolute Wahnsinn. Kein Mucks. Sie darf mich nicht bemerken. Die Cola ist in Position. Fehlt nur noch die Munition. Rein damit und zurücktreten. In Deckung. Oh mein Gott, was ist das? Mein Kleid ist völlig hinüber. Hey, ich hoffe, die Abkühlung hat dir gefallen. Man sieht sich. Ich bin völlig durchnässt. So kann ich nicht losgehen.
Das war's mit Schwimmen für heute. Ich dusche mich besser ab. Oh, hey. Hey. Ich sollte mir die Haare waschen. So, das reicht. La 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 la. Ich habe Lust auf einen Streich. Da sollte sie nochmal drüber gehen. Ich helfe ihr dabei. Hä? Immer noch schaumig. Na gut, dann nochmal ausspielen. Wäscht ihr immer noch ihre Haare? Wieso kriege ich den Schaum nicht raus? Liegt das am Shampoo? Einmal geht noch, damit es schön sauber ist. Immer noch schaumig? Dieses Shampoo nervt. Ah. Hey, Wasser sparen. Man sieht sich. Hä? Was ist jetzt los? Ich kann nicht sehen. Hilfe! Das sollte dir helfen. Alles erwischt. Gern geschehen. Na warte. Ich bin weg. Wow. Ha, geschieht dir recht. Das war lustig. Ich lach mich tot. Ich leg mich etwas in die Sonne. Aber nicht ohne Sonnencreme. Es ist so still. Ach, egal. Gut einschmieren. Aha, da ist sie also. Zeit zum Entspannen. Genau das, was ich brauche. Wäre ein Jammer, wenn etwas ihr den Tag vermiesen würde. Das nehme ich. Was war das? Ist da jemand? War wohl nur Einbildung. Ah. Geschafft. Jetzt pimpe ich ihre Sonnencreme auf. Mit Wirmann. Oh Mann, ist das eklig. Rein mit euch. Euch brauche ich nicht mehr. Jetzt noch gut durchschütteln. Fertig. Perfekt, sie schläft. Die Sonnencreme muss zurück an ihren Platz. Kein Mucks, sonst fliegt meine Tarnung auf. Aua, war die schon immer hier? Das tat weh. Ganz schön heiß. Ich schmier mich besser nochmal ein. Hä? Da ist etwas in der Flasche. Was ist das? Ein Wurm. Hab dich. Überraschung. Woo! Alles okay? War doch nur Spaß. Hey, bitte, wach auf. Sie hat sich zu Tode erschreckt. Dafür komme ich in den Knast. Dafür kommst du dran. Oh, dir geht's gut, zum Glück. Na, Angst vor Würmern? Wer, ich? Auf keinen Fall. Zeit für eine Pause. Im Sitzen schmeckt es besser. Jetzt kommt meine Rache. Muss mich nur heranpirschen. Und seine Schnürsenkel verknoten. Fast fertig. So, das war's. Jetzt kann's losgehen. Her damit. Komm und hol's dir. Gib es zurück. Wow. Dafür wirst du büßen. Man soll nicht mit vollem Magen schwimmen. Bis bald. Na, warte bloß. Da ist sie. So ein langweiliges Buch. Oh, die Dornröschen. Nicht bewegen. Zeit fürs Klebeband. Nein, nicht aufwachen. Ich muss mich beeilen. So, fertig. War das zu viel Klebeband? Nee. Jetzt noch ein Eimer Wasser drüber. Zeit aufzustehen. Ah, was soll das? Jetzt Schritt 2. Du wagst es nicht. Oh, doch. Hey, Schnee im Sommer. Jetzt der krönende Abschluss. Ein Foto für die Nachwelt. Bitte lächeln. Und hochladen. Mann, ernsthaft. Der Look steht dir echt gut. Das ist doch... Ist es. Rache ist süß. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich mich rächen werde. Buh. Hä? Er schläft weiter. Mal überlegen. Ich hab's.
Der Zweig kommt gerade recht. Na, bist du kitzlig? Nichts? Wow, der hat einen tiefen Schlaf. Zeit für Plan B. Mann, ist das schwer. Er sollte weniger Süßkram essen. Komm schon. Puh, oh, ist das anstrengend. Ich schaff das. Vergiss es. Der wiegt eine halbe Tonne. Hey, alles okay? Brauchst du Hilfe? Ihr kommt wie gerufen. Verstanden? Alles klar. 1, 2, 3. Was stimmt nicht mit euch? Vielen Dank, Mädels. Ein toller Tag für Shopping. Oh, sie kommt. Ich muss mich beeilen. Buh! Dein Gesicht. Unbezahlbar. Oh, ich hasse dich. Ein entspannter Tag am Pool. Genau das, was ich brauche. Immer zu Hause. Oh mein Gott! Ah, Hilfe! Schon wieder reingefallen. Hör auf! Das ist nicht lustig. Endlich in Sicherheit. Hier kann er mir nichts tun. Buh, du entkommst mir nicht. Hier reicht's. Ich gehe nach Hause. Was für ein Tag. Kaum zu glauben, wie oft ich sie erschreckt habe. Das muss ich weitererzählen. Hey, das musst du hören. Pass auf, ich habe mich versteckt und dann... was haben wir da? Und dann habe ich sie im Wasser erschreckt. Das war lustig. Ah, ein schöner Morgen. Oh, ich sollte duschen. Das kommt besser in die Wäsche. Ah, verschon mich. Oh, das ist nur die Maske. Dich hatte ich schon gesucht. Boom. Mami, hilf mir. Bitte, tu mir nichts an. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Tolle Maske. Ich hasse diese Maske. Ach, Igitt, ich sollte duschen. Wow, einfach wow. Sieh dir das an. Hi, wollt ihr abhängen? Redet sie mit uns? Lass uns gehen. Wir können hier reingehen. Schnell. Wie unhöflich. Ich wollte nur freundlich sein. Was machen die da drin? Die sind schon ewig da drin. Vielleicht kann ich etwas hören. Ich liebe diesen Part. Haltet mich fest. War das gerade die Toilettenspülung? Mandy? Mickey? Wo sind sie hin? Hä? Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist, wenn ich draufdrücke? Nicht hübsch genug. Wie unfair! Moment mal. Wow. Ich habe eine Idee. Zeit für ein Makeover. Zuerst kommt die Brille weg und mein Gesicht wird gereinigt. Wow, die Tücher sind der Hammer. Nun fülle ich meine Augenbrauen aus. So sehen sie natürlich rund und dicker aus. Die sehen gut aus. Fehlt nur noch Lidschatten. Ich will einen dezenten Ton. Falsche Wimpern geben meinen Augen mehr Ausdruck. Noch etwas mehr Make-up. Ich brauche Concealer auf meinen Wangen und meiner Nase. Mit dem Make-up-Schwamm verblende ich es. Der letzte Touch mit Rouge. Und meine Lippen noch. Der Ton soll auch dezent sein. Die Ohrringe sorgen für etwas Glamour. Meine Haare trage ich offen. Ich sehe einfach umwerfend aus. Okay, zweiter Versuch. Hoffentlich klappt es. Wow, komm rein. Na, geht doch. Hoffentlich zerstört mir das nicht meine Frisur. Eine tolle Party. Jennifer? Wow. Lass uns ein Foto machen. Hey, Jen. Hallo, Hoogie Woogie, das ist Mr. Einhorn. So ein Müll. Was läuft noch? Hey, du. Ja, du. Steht dein Haar zu allen Seiten ab? Etwa so? Wie peinlich.
Ja, das tut es. Brauchst du ein Makeover? Dann brauchst du diesen Haargadget. So schick, so stylisch, so modern. Das ist wie ein Zauberstab, nur für deine Haare. Er ist für alle Haartypen geeignet. Hast du Haare? Er stylt sie dir. Probiere es selbst aus. Ah, okay. Sieh dir das an. Was ist denn, Mami? Das ist der Wahnsinn. Verabschiede dich von Bad Hair Days. Oh, das ist genial. Die Anwendung ist so einfach. Oh. Wo hast du nur mein ganzes Leben gesteckt? Dein ganz persönlicher Haarstylist. Kauf das, Mami. Aber es gibt noch mehr. Lass deine Haare funkeln. Was für ein Unterschied. Ruf jetzt an, solange der Vorrat reicht. Wow, ich fühle mich wie ein Model. Was ist hier los? Komm mal her. Nicht bewegen. Ich habe ein Ei und einen Piekser. Und jetzt steche ich einfach ein Loch in beide Seiten. Gut, Zeit zum Pusten. Yeah, ich habe das ganze Ei rausbekommen. Jetzt kommt der Streich. Zoe! Hey, schau mal, was ich kann. Hier, willst du es auch mal versuchen? Was? Ekelhaft! Du solltest jetzt mal dein Gesicht sehen. Ich liebe Pommes und Ketchup. Definitiv. Ein exzellenter Snack. Fertig, besser gleich Geschirr abwaschen. Okay, bereit zum Schrubben. Das war's schon, gut. Hier ist mein Teller. Danke, dass du so cool bist und meinen auch erwischst. Hey, die Rede war nur von deinem Teller. Oh, fein, wie auch immer. Oh, was zur Hölle? Oh. Schätze, ich mache jetzt den gesamten Abwasch. Oh, aber ich habe eine gute Idee. Es wird Zeit für das Glas mit den Käfern. Das ist großartig. Und weißt du was? Wir lassen sie alle raus. Überall Käfer. Und jetzt gehe ich einfach weg. Sorry, ich schaffe den Abwasch jetzt nicht. Ich muss los. Ich verstecke mich schnell, um meinen Streich zu beobachten. Oh Mann, ich habe keine Lust abzuwaschen. Oh, aber was sein muss, muss sein. Oh, ein Käfer? Ein Käfer? Hier ist ein Käfer! Käfer! Überall sind Käfer! Oh, was soll ich denn jetzt machen? Oh, hey, Moment mal! Das ist ein Fellkäfer! Hey! Ich sehe dich da drüben! Echt witzig! Sorry, muss mich beeilen! Nein, gib ihm nicht die Ananas! Das ist das, was er will. Hey, Jake, wach auf! Hä? Was? Hat mich jemand gerufen? Willst du mir beim Aufräumen helfen? Hör mal, du musst nur die Pflanze gießen. Die da drüben, die wie ein Baum aussieht? Oh, ich will eigentlich gar nichts machen. Hey, hier liegt ein Luftballon rum. Yep, das wird auf jeden Fall lustig. Ich muss nur den Ballon hier vorne drüber stülpen und dann gießen. Ein guter Wasserballon. Zeit, den Streich auszuführen. Hey, Ellie! Schau, ich gieße die Pflanze. Das machst du toll. Hey, Moment mal. Ich bin so gut im Gießen. Jake, das ist ekelhaft. Schau, das war nur Wasser aus einem Ballon. Gut, wenn du Zeit zum Streiche spielen hast, dann hast du auch Zeit zum Putzen. Fein, aber das war es wert. Ich habe Schlagsahnewaffeln für euch. Wow, du bist dann aber schnell. Kann ich was von deiner abhaben? Niemals. Du hattest schon eine. Das ist meine. Puh.
Ich glaube nicht, dass sie mich hier findet. Zeit, meine Waffel zu genießen. Ah, dann kann ich auch mein Handy checken. Oh, da ist sie, ihre Waffeltüte. Sie ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Hey, das ist meine. Du hast alles aufgegessen. Oh, Zoe, das wirst du noch bereuen. Sie futtert meine Schlagsahne weg und den Rest habe ich auch noch im Gesicht. Oh, Rasierschaum, das bringt mich auf eine Idee. Sie bekommt eine Lektion erteilt. Los geht's. Sieht genauso aus wie Schlagsahne. Das wird definitiv klappen. Da ist ja mein Ziel. Es geht los. Oh, okay. Ich muss nur noch so tun, als ob ich telefoniere. Sie hat noch eine Waffel. Ich beiß nur einmal ab. Es funktioniert. Sie fällt drauf rein. Ja! Sie hat's gemacht. Sie hat abgebissen. Das schmeckt komisch. Das hast du nun davon. Ich hoffe, du magst Rasierschaum. Ekelhaft, das war gemein. Oh, hör auf zu weinen. Du hast es verdient. Hier hast du was Süßes. Süßigkeiten. Ja, bitte. Alles ist verziehen. Was diese heiße Schokolade noch braucht, ist etwas Schlagsahne. Oh, eine perfekte kleine Haube. Oh, wow, das sieht gut aus. Ein paar Marshmallows fehlen noch. Hey, komm gar nicht erst auf die Idee, dich zu bedienen. Ja, sie ist weg. Das ist meine Chance. Oh, das riecht so schokoladig. Aha, total lecker. Ah, das gibt's doch nicht. Du hast alles ausgetrunken. Oh, du bist so schlimm. Jetzt muss ich eine neue machen. Oh, oder soll ich? Zeit für einen Rachestreich. Gefüllt bis zum Rand und jetzt noch den Teller draufsetzen. Perfekt und vorsichtig umdrehen. Ich kann es kaum erwarten, ihr Gesicht zu sehen. Es ist die Schlagsahne, die diesen Streich erst so richtig perfekt macht. Oh, und ich darf die Marshmallows nicht vergessen. Das sieht so gut aus. Schade, dass es nicht echt ist. Und Streusel drauf. Sie wird nicht widerstehen können. Zeit, meine Rache zu servieren. Hey, ich habe eine nur für dich gemacht. Wow, unglaublich, danke. Es geht los. Ja, es funktioniert. Sie ist drauf reingefallen. Ah, ich bin in Milch getränkt. Was zur Hölle? Oh, das ist mein Stichwort zum Weglaufen. Was für eine unruhige Nacht. Ich sehe aus wie ein Wrack. Ah, so geht's. Viel besser. Jetzt nur noch den letzten Schliff. So, beeil dich. Mein Make-up. Alles ist ruiniert. Hey, warum hämmerst du so? Du musst warten. Wie bringe ich das in Ordnung? Okay, das hat geklappt. Zurück zum Schminken. Wo kommt das denn her? Oh, das ist eine geniale Idee für einen Streich. Schritt 1, der Duschkopf. Schritt 2, schütte das ganze Glitzer rein. Schritt 3, zurück zum Normalzustand. Das Bad gehört jetzt ganz dir. Ah, das wird so schön werden. Diese Dusche brauche ich definitiv. Nichts ist besser als eine Dusche, um wirklich wach zu werden. Oh, ich höre die Dusche. Jetzt muss ich nur noch auf die Schreie warten. Oh, was? Ich bin grün. Ich bin ganz grün. Der Wald ist toll, aber ich bin froh, dass ich mein Handy dabei habe. Oh, ich fühle mich nicht gut. Ich muss sofort aufs Klo. Oh nein, Bienen. Ich muss woanders hin. Nein, 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 nein. Vielleicht da drüben? Oh,
Der Weg sieht irgendwie unheimlich aus. Nee, ich muss woanders hin. Ach du meine Güte, was macht sie da? Sie hat einen Eimer und einen Toilettensitz und einen Müllsack. Ich kapiere nicht, was sie da macht. Das ist eine Toilette. Die gehört mir. Geh mir aus dem Weg. Das ist ein Notfall. Oh, Gott sei Dank. Was für eine Erleichterung. Diese schlimme Tortur habe ich nur knapp überlebt. Zum Glück habe ich festen Boden gefunden. Ich hätte es fast nicht geschafft, mich an den Strand zu schleppen. Aber ich hatte es mit all meiner Kraft geschafft. Ich wusste aber nicht, wo ich war. Ein Strand, ja, aber wo? Und dann, am Horizont, ein Kreuzfahrtschiff. Ich schrie um Hilfe, aber es war zwecklos. Ich war an diesem zerklüfteten Strand gefangen und ich war ganz allein. Noch dazu war ich am Verhungern. Aber was sollte ich essen? Dann, als ob der Himmel mich erhört hätte, wurde ein Kopf an den Strand gespült. Vielleicht hatte sich mein Blatt endlich gewendet. Es war einer dieser wasserdichten, ein wirklich schönes Gepäckstück. Ich war mir sicher, dass der Kopf in meiner Rettung ist. Aber ich lag falsch. Darin gab es nur Bikinis. Es war auch etwas Öl dabei. Und aus irgendeinem Grund ein Löffel. Wem auch immer dieser Koffer gehörte, er packte seltsame Dinge an. Aber diese Seltsamkeit war mein Segen. Ich nahm das Öl und den Löffel. Dann schüttete ich den Zucker in das Öl. Ich steckte noch einen Zweig als Stiel rein. Als nächstes musste alles geschmolzen werden. Ich hatte noch nie sowas Tolles gerochen. Hunger macht selbst aus dem einfachsten Snack ein Gourmet-Essen. Und hier sitze ich nun. Alter, das ist lächerlich. Viel zu übertrieben. Es ist wahr. Alles davon. Ich schwör's. Ach egal. Lach dir nur. Fahr schneller. Dann kann ich auch gleich was trinken, während ich im Stau steck. Ich hasse den Berufsverkehr. War ich nur abgebogen. Ich bin viel zu spät dran. Das ist das Schlimmste. Wenigstens bin ich nicht mehr durstig. Oh nein. Das ist nicht gut. Ich muss aufs Klo. Was soll ich jetzt machen? Warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich schneide das Oberteil ab. Und dann brauche ich noch etwas Schaumstoffband. Ich ziehe die Folie ab. Und klebe es um das Flaschenteil. Das Schaumstoffband geht einmal um die Außenkante rum. Und jetzt muss ein Loch in den Deckel gebohrt werden. Gut, dass ich all diese Sachen im Auto habe. So, und jetzt noch ein kleines Loch in meiner Unterwäsche. Genauso, nicht zu groß. Und jetzt passt der Deckel durch das Loch. Als nächstes ein Schlauch. Der passt genau in das Loch, das ich gebohrt habe. Perfekt, ich bin endlich fertig. Also gut, der Schlauch geht aus dem Fenster. Oh ja, was für eine Erleichterung. Puh, das hat super geklappt. Ah, was für eine erholsame Nacht. Wow, Zelten ist entspannt. Oh, mein Atem ist heftig. Erstmal aus dem Zelt raus. Okay, wo ist mein Zahnputzzeug? Was zum Teufel? Oh nein, meine Zahnpasta ist hinüber. Wie konnte das passieren? Ah, ich liebe es, in der Natur zu sein. Oh, ouch. Stimmt, ich bin hingefallen. Das erklärt es. Naja, das lässt sich jetzt eh nicht mehr ändern. Das ist aber eine riesige Sauerei. Hey, sieht aus, als könntest du das gebrauchen. Oh, du bist irritiert. Lass es mich erklären. Ich habe ein Pop-It und Zahnpasta genommen. Dann habe ich in jedes Loch einen kleinen Klecks Zahnpasta gegeben. Ich habe es komplett gefüllt. Dann habe ich mir Backpulver geschnappt und über die Zahnpasta geschreut. Backpulver hilft auch, deine Zähne ordentlich zu putzen. Mach schon, nimm eine. Okay, mal sehen. Oh, minzig. Zeit zum Putzen. Das ist total genial und funktioniert gut.
Hey, vielen Dank dafür. Kein Problem. Zahnhygiene ist wichtig. Dieses Level ist so schwierig. Ich komme einfach nicht weiter. Darf die Cola nicht vergessen. Okay, pack alles ein. Was soll das? Alles steht hier noch rum. Hey David, du sollst das einpacken. Mach schon. Okay, gut. Wo ist mein Rucksack? Ich bin aber so nah dran, dieses Level zu knacken. Muss das Zeug nur in meinen Rucksack stopfen. Das und das und das auch. Darf die Decke nicht vergessen, die sie mir zugeworfen hat. Level nicht bestanden. Dann packe ich mal zu Ende. Hey, hast du alles eingepackt? Dann los. Klingt gut. Ich bin bereit. Das ist doch ein guter Platz, oder? Yep, bereiten wir uns aus. Picknicks machen immer Spaß. Okay, hier sind die Teller. Die Cola. Und die Löffel. Die darf man nicht vergessen. David, was ist mit dem Messer? Oh, das Messer. Ich weiß, dass ich es eingepackt habe. Hier drin ist es nicht. Man kann hier auch nichts anvertrauen. Warte mal, ich habe eine Idee. Eine Kreditkarte? Was willst du damit machen? Schau zu und staun. Siehst du, sie funktioniert wie ein Messer und schneidet durch die Schale. Bitte sehr. Die Melone ist durchgeschnitten. Wow, das ist wirklich beeindruckend, David. Die Wassermelone sieht lecker aus. Was für ein herrlicher Nachmittag. Nicht zu fassen, wie heftig es regnet. Ich bin total nass und vollgeschlammt. Toll, jetzt mache ich hier alles dreckig. Wow, was für ein verrücktes Wetter, was? Ich bin klatschnass. Hey, warum sind deine Schuhe so trocken? Oh ja, die sind ziemlich trocken. Ich zeig dir, was ich gemacht habe. Ich nahm meine Schuhe und eine Kerze und habe meine Schuhe eingerieben. Man muss darauf achten, dass das Wachs auf die Schuhe übertragen wird und dass alle Flächen eingerieben werden. Dann kam der Föhn zum Einsatz. Durch die Hitze ist das Wachs in den Stoff eingedrungen. Dieser Teil war eigentlich ganz lustig. Und voilà, wasserdichte Schuhe. Ich kann nicht glauben, dass das Eichhörnchen dein Sandwich geklaut hat. Hey, siehst du die Pfütze? Versuch's doch mal. Nein, ich weiß nicht. Das ist ziemlich schlammig. Na gut. Dann los. Hey, wow, sie sind dicht, wie du gesagt hast. Haha, das ist toll. Ich werde nie wieder nasse Turnschuhe haben. Manchmal kann sich ein gewöhnlicher Tag in einen denkwürdigen verwandeln. Ist es das, was ich glaube? Wer denn hier wohl verloren hat? Schau dir das an. Ist mir runtergefallen. Wow, das klang nicht gut. Dem Typen ist die Hose aufgeplatzt. Ah, ich muss hier weg. Das war so peinlich. Schau dir dieses riesige Loch an. Du würdest sie wegwerfen. Aber ich habe andere Pläne. Nur eine kleine Naht hier. Ganz einfach. Au. Das war nicht gut. Ich hasse Nadeln. Ich klebe lieber ein Pflaster drauf. Das ist so eine ungünstige Stelle. Soll ich es biegen? Ob das überhaupt kleben bleibt? Oh Mann. So viel dazu. Oder ich probiere mal was anderes aus. Auch für ungünstige Stellen kannst du ein normales Pflaster nehmen. Schneid aber die Seiten ein. Dann kannst du sie nämlich diagonal kreuzen. Das ist wie Pflastermagie. Ziemlich cool. Okay, wo war ich? So, wer möchte Aufgabe 2 lösen? Nämlich mich. Was ist mit dir? Ich? Ich versuche mal zu antworten. Hey, Davids Hosenstall ist offen. Schau mal.
Willst du noch was, David? Das ist so lustig. Das ist lustig, muss ich zugeben. Der Lehrer hält's auch nicht mehr aus. Hä? Warum lacht ihr alle? Oh, mein Hosenstall. Muss ich wohl vergessen haben, zuzumachen, als ich auf dem Klo war. Oh Mann. Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert ist. Okay. Schon besser. Siehst du? Aber was ist mit dem Ding? Kein offener Hosenstall mehr für mich. Mach den Ring vom Schlüsselbund ab und befestige ihn an deinen Reißverschluss. Dreh ihn komplett durch. Jetzt zieh ihn hoch und häng ihn am Knopf ein. Bereit, Klasse? Ich komm wieder rein. Bin ich froh, dass der Unterricht endlich vorbei ist. Bis später, Kumpel. Wow! David? Ups, nichts passiert. Bist du okay? Das sieht echt schlimm aus. Das tut mir so leid. Ich habe etwas, das helfen wird. Vertrau mir nur. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ja, aber so hast du ihn bestimmt noch nie benutzt. Roll ihn einfach auf, bis er komplett ausgerollt ist und so aussieht. Und leg ihn dann über die Wunde. Benutze eine Schnur, um ihn zu fixieren. Wow! Ich danke dir, Chloe. Da hatte ich ja nochmal Glück gehabt. Oh, Ellie. Warte, bis du siehst, was ich habe. Wow! Ich mag sie, Matt. Ich hoffe, sie passen. Gefallen sie dir? Sie sehen echt gut aus. Hast du Zeit für einen Testlauf? Auf geht's. Yikes, die drücken ganz schön. Matt? Alles in Ordnung? Mann, die tun richtig weh. Oh, das sieht übel aus, was? Du blutest. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Dumme neue Schuhe. Warte, ich habe eine Idee. Ich brauche hier nur eine Sache. Tada! Das ist für dich. Was? Ach komm schon, das ist für deinen Fuß. Ich denke, ich versuch's mal. Einfach die weiche Schale so in den Schuh legen, dass die Ferse geschützt wird. Ah, das ist definitiv schräg. Aber das funktioniert ziemlich gut. Also, es tut nicht mehr so doll weh. Ich danke dir. Sehr gerne. Lass uns weitergehen. Erste Dates sind unangenehm. Besonders, wenn dein Date zu spät kommt. Sie ist schon eine halbe Stunde zu spät. Hey! Hi, David! Du siehst toll aus. Dieses Restaurant ist super süß. Ich habe es selbst ausgesucht. Autsch! Ich habe mir einen Splitter eingefangen. Und das tut ziemlich weh. Oh nein! Glaubst du, du kannst ihn rausziehen? Ich weiß nicht. Oh, armer David. Aber ich glaube, ich kann dir helfen. Das ist definitiv ein Job für meine Pinzette. Willst du es selbst versuchen? Aber zuerst desinfizieren wir sie. Willst du die an mir benutzen? Bereit? Her mit dem Finger. Dann mach aber schnell. So. Es ist schon vorbei? Danke! Ich habe immer eine dabei. Fangen wir nochmal von vorne an. Wie viele Elemente gibt es? Natrium. Limopause. Ist es das, was ich denke, was es ist? Oh, das brenne ich durch. Hä? Wer macht denn sowas? Soll das etwa witzig sein? Und ein dummer Laser. Aber eigentlich, lass uns etwas Spaß damit haben.
Ich muss dringend pinkeln. Macht sie das, was ich denke, was sie macht? Ich wusste nicht, dass sie das tun kann. Noch nie ein Mädchen pinkeln gesehen? Nicht so. Entspann dich, Alter. Nur ein bisschen Limo-Spaß, siehst du? Oh, hab verstanden, wie du es gemacht hast. Das ist genau meine Mucke. Stimmt's, kleiner Kerl? Wie lange noch, Brian? Ich glaube nicht, dass er dich hören kann, Zoe. Wie laut hört er eigentlich Musik? Komm schon. Ernsthaft? Oh, die Badezeit ist wohl vorbei. Hey! Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Eher wie ein rücksichtsloser Mensch. Aber ich weiß, wie man das ändern kann. Brian liebt seine Badezeit, hä? Wie wäre es dann mit einer Spa-Behandlung? Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Das Bad gehört ganz dir, Kumpel. Okay. Das darf ich nicht verpassen. Juhu, zurück in mein Badeparadies. Das fühlt sich ziemlich fest an. Fast schon zu fest. Was? Was ist das für ein Zeug? Ja, yes! Ich bring dich um, Zoe. Dieses Bad war wohl ein Reinfall. Oh, toll. Zoe ist hier. Genauso wie ihre schmutzigen Schuhe. Hey! Was meinst, ist mein. Ich könnte noch einen Snack gebrauchen. Bin gleich zurück. Nice! Danke fürs Teilen, Kumpel. Hä? Hier muss noch was drin sein. Die sind bei mir immer so schnell alle. Er interessiert sich nur für sich. Aber ich weiß, was diese Füßchen glücklich macht. Neue Tüte! Was soll das? Du willst dieses Spiel spielen, Zoe? Fein! Du lässt mir keine andere Wahl. Diese Beine kommen runter! Was ist? Deine Beine sind ab! Das ist ja ekelhaft! Dieser Streich war ein Volltreffer, was? Ich krieg dich trotzdem! Oh Gott, dieses Mädchen ist besessen! Dummer Brian, das war zu einfach! Was war das? Oh mein Gott! Was hast du mir angetan? Mir wird schlecht. Okay, die Schokocreme ist auf der Orange. Miki, komm mal her. Ich habe etwas für dich. Oh, wirklich? Okay, okay. Pack deinen Finger mal aus und schließ den auf. Okay, hier kommt es. Jetzt kannst du die Augen öffnen. Grace, was hast du mir angetan? Dieser Film ist so gruselig. Sorry, Miki. Ich habe mich voll erschreckt. Was zur Hölle, Grace? Jetzt ist überall Nagellack. Das reicht. Ich muss dagegen etwas tun. Ein Augenblick. Das ist eine tolle Idee. Oh ja, das wird ein epischer Streich. Na los, bekämpft endlich das Monster. Es ist gerade eindeutig abgelenkt. Ich habe etwas Limo und bin bereit für den Streich. Nun gieße ich die geschmackslose Gelatine rein. Nun muss die Kappe wieder drauf, damit ich es gut durchschütteln kann. Es muss gut durchgemixt sein. Okay, das war, denke ich, genug. Jetzt kommt der nächste Schritt. Das gieße ich nun in die Strohhalme. Das wird echt gut, wenn es fertig ist. Okay, alle Strohhalme sind voll. Die stelle ich nun zum Aushärten in den Kühlschrank. Nun kommt der schwierigste Teil. Abwarten. Okay, das war lang genug. Ich sehe mal besser nach. Oh ja, die sehen ziemlich fertig aus. Dann nehme ich sie aus den Strohhalmen heraus. Perfekt. Die sehen aus wie lange, wackelige Würmer. Ab in die Chipsschüssel damit. So gruselig. Ich kann gar nicht hinsehen. Ich habe die Schüsseln ausgetauscht und sie hat nichts bemerkt. Moment mal. Was ist das? Was habe ich gerade gegessen?
Oh, du isst wohl Würmer, hä? Darf ich auch mal? Oh, ich liebe ihre gummiartige Konsistenz. So lecker. Würmer sind einfach das Beste. Isst du auch so gerne Würmer wie ich, Grace? Oh mein Gott. Mickey, du Ekel. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Vielleicht dieses Kleid? Ich weiß nicht. Nee, die Farbe steht mir nicht. Oh mein Gott. Wow. Nee, das Kleid gefällt mir nicht so. Oh mein Gott, die Jacke ist toll. Oh, ich liebe den Stoff. Yep, genau danach habe ich gesucht. Hey, Mickey, lass los. Die gehört mir. Vergiss es. Ich habe sie zuerst gesehen. Ja, gewonnen. Sie ist das allerletzte. Sie passt zu meiner Sonnenbrille und meinem Look. Sie glaubt, sie wäre cool. Als ob. Oh, hey, was haben wir denn da? Shh, verrate keinem. Ich leih dich kurz so einen Streich aus. Die Outfits wurden vertauscht. Nur noch den Hut anpassen und abwarten. Dieses Outfit steht mir sowas von gut. Das ist meine Chance. Nur ein kleiner Stupser. Was? Hat mich gerade jemand an der Schulter angetippt? Naja, zurück zu meiner Jacke. Ah, da war doch gerade etwas. Was? Aber ich sehe niemanden. Ich bin allein. Das war dann wohl nur Einbildung. Das klappt echt gut. Sie fällt darauf rein. Was? Oh nein, nein, nein. Die Puppe ist lebendig. Schnell weg. Behalt die Jacke. Ich mach die Fliege. Yeah, der Streich war ein großer Erfolg. Ich kann das Buch nicht weglegen. Es ist so spannend. Oh mein Gott. Jetzt? Grace, Grace, Grace. Du musst sofort gehen. Na los, beweg dich. Ich brauche meinen Platz. Geh jetzt. Nein, ich war hier zuerst. Geh du doch. Mickey, du verhältst dich wie eine Göre. Na warte, du Kleine. Endlich. Okay, ich sollte mein Make-up auffrischen, bevor er hier ist. Wuhu! Das wird sie erschrecken. Okay, yep, meine Lippen sind fertig. Sch, Pflanze, ich stelle mich mal in deine Ecke. Ich sehe gut aus. Mickey, schön dich zu sehen. Vielen Dank. Ich liebe dich so sehr. Du wirst nicht glauben, wie anstrengend mein Tag war. Was zur Hölle? Hat hier gerade jemand genießt? Können wir jetzt knutschen? Klar, ich möchte dich gerne küssen. Ah, rette mich, Mickey! Was zum? Grace, du bist das Allerletzte! Oh mein Gott, hier spukt es! Du hast meinen Freund verscheucht! Was soll das? Was meine ich heute? Puh, was für ein Tag, ich bin so müde. Manchmal ist sie echt schräg. Die Farbe gefällt mir gut. Das ist eine meiner Lieblingsfarben. Wow, zieh dir das rein! Da ist so viel Staub! Es ist voll dreckig. Oh, sie hat etwas Dreck auf ihrer Schulter. Grace, hör auf. Ich versuche zu malen. Okay, aber du hast etwas Schmutz. Grace, das ist mein Ernst. Alles sieht so schön aus, wenn es entstaubt wurde. Perfekt. Sieht das nicht schmackhaft aus? Rein mit dir. Das Fenster könnte auch eine Reinigung vertragen. Ah! Mickey? Das ist meine Chance, ihre Leinwand zu putzen. Meine Farbe! Was ist passiert? Grace? Ich putze nur den Teppich. Oh, das wird sie mir sowas von bezahlen. Mal sehen. Ist sie hier? Nein, die Luft ist wohl rein. Da ist er, ihr Lieblingsputzeimer, der ganz alleine dort steht. Es wäre ein Jammer, wenn irgendwie Farbe dort hineingelangen würde. Nun wartet eine Riesenüberraschung auf sie. Psst. Ich verstecke mich, um alles beobachten zu können. Ach, Putzen ist harte Arbeit. Puh. Gleich passiert es. Mit dem Boden bin ich fast fertig. Was zum... Ah, alles ist blau. Ha, erwischt. Mickey. Ah, jetzt kannst du was erleben. Ich wasche mir besser die Hände vor dem Abendessen. Seife, warmes Wasser. Diese Finger werden richtig sauber. Hey. Dieses Teil ist so rutschig. Es rutscht mir ständig aus der Hand. Oh nein, Adam! Achtung, fliegende Seife! Wow. Was ist passiert? Adam, es tut mir so leid. Geht's dir gut? Wie heiße ich nochmal? Oh nein. Ah, dieses Zeug schmeckt furchtbar. Wie kann ich dir hochhelfen? Hä?
Ich habe diese Handschuhe total vergessen. Ich glaube, ich habe soeben dieses schreckliche Problem gelöst. Schmelze ein paar Würfel aus klarer Seife über einem Topf mit kochendem Wasser. Warte, bis es flüssig wird. Und gebe etwas blaue Lebensmittelfarbe hinzu. Warte dann, bis es komplett mit der Farbe verschmolzen ist. Du kannst ruhig etwas nachhelfen. Entferne es vorsichtig aus dem Topf und gieße den Inhalt in einen Gummihandschuh. Klebe einen Kunststoff-Saugnapf direkt oben drauf. Drücke es gut fest. Warte dann, bis die Seife ausgehärtet ist. Schneide ihn vorsichtig mit einer Klinge ein. Und ziehe das Material von der gehärteten Seife. Sieht gut aus. Hey, dieses Teil sieht aus wie eine echte Hand. Befestige die Hand an der Wand über deinem Waschbecken. Und wenn es an der Zeit ist, die Hände zu waschen, nimm etwas Seife von der helfenden Hand. Siehst du? Schluss mit fliegender Seife. Autsch. Ist das Seife? Adam, es ist alles gut. Ich habe das rutschige Seifproblem ein für alle Mal gelöst. Was ist das? Schon okay, Adam. Gib ihm ein High Five. Das fühlt sich echt wie Seife an. Ziemlich cool, oder? Schön, dich kennenzulernen, Herr Seife. Mein Kopf fühlt sich schon viel besser an.